Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar werden wir das Premier League Tots voten. Und dann würde ich sagen, starten wir schon mal rein. Oh, Marquinhos! Team of the Year? Krass! Yo, Cancelo einfach gezogen! So, dann würde ich sagen, starten wir hier mit den Torhütern. Wir haben hier in der Auswahl einmal Alisson, Ramsdale, José Sá, Ederson, De Gea. Ja, gar nicht mal so einfach, sich da zu entscheiden, aber ich würde mal so grob behaupten, dass De Gea auf jeden Fall diese Saison richtig, richtig stark war. Ederson natürlich ein sehr, sehr guter Keeper. Ja, bei den anderen Keepern, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich die... Ja, ich habe die Spiele da nicht so verfolgt. Deswegen würde ich aber eigentlich zu De Gea eher tendieren. Also ich denke schon auch spielerisch für FIFA halt wäre es auch eine nice Karte. Ich kann halt wirklich Real-Life-Leistung da nicht so ganz bewerten. Deswegen, ja, ich würde sagen, da machen wir hier weiter mit den Verteidigern. So, da haben wir eine grobe Auswahl hier. Van Dijk, Robertson, Joao Cancelo, Arnold, Ruben Dias, Walker Peters, Matip Walker und Romero. Also der ein oder andere würde sagen Van Dijk. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Innenverteidigern sehe ich da auch Van Dijk sehr, sehr ganz weit vorne. Ich sehe wirklich ganz, ganz, ganz weit vorne den Van Dijk bei den Innenverteidigern. Das ist wirklich einer der besten Innenverteidigern in der Premier League, finde ich vor allem. Und ja, also ich denke schon, dass Van Dijk da auf jeden Fall reinkommt. Und jo, dann dieser Innenverteidiger steht schon mal fest. Und dann eigentlich käme eigentlich nur noch Romero oder Ruben Dias. Da würde ich eher sagen Ruben Dias. Wobei man könnte auch Matip nehmen, aber ich tendiere auf jeden Fall nicht zu Matip. Ich könnte mir eher vorstellen, dass Ruben Dias das Ding hier mitnimmt und ja, Karte bekommt. Und ansonsten... Bei den Linksverteidiger, Rechtsverteidiger bin ich hier so ein bisschen überfordert. So, dann bei den Linksverteidigern würde ich sagen, den Joao Cancelo sehe ich zu 100% auf jeden Fall ins Premier League Tots. Der hat es verdient. Ansonsten Robertson, wie schon bereits erwähnt. Ich würde aber eher zu Joao Cancelo tendieren. Obwohl er jetzt auch eine, wenn es um FIFA geht, hat er natürlich auch eine Team of the Year Karte, aber ja, Tots Karte schadet auch nicht. Und ich denke, wenn es rein um Leistung geht, dann hat Joao Cancelo auf jeden Fall am meisten eigentlich abgeliefert. Und ja, dann gehen wir zum Rechtsverteidiger. Und da sehe ich eigentlich Walker oder vielleicht Alexander Arnold. Also einer dieser beiden würde ich eher tendieren. Und dann sage ich mal, weiß nicht, ich gehe nach dem Bauchgefühl. Walker meiner Meinung nach natürlich auch verdient. Ich könnte mir schon irgendwie vorstellen, dass doch Walker das auf einmal bekommt. Deswegen, wir gehen hier mit Walker. Okay, dann sind wir bei den Mittelfeldspielern schon angelangt. Und da gibt es auf jeden Fall eine große Auswahl hier. Da sind auf jeden Fall bei den Mittelfeldspielern einige Favoriten dabei. Bruno Fernandes war letzte Saison sehr, sehr stark. Diese Saison hat er so ein bisschen nachgelassen. De Bruyne ist eigentlich immer... keine Ahnung, immer im Tots-Team bisher jedes FIFA-Jahr dabei gewesen. Also, da bin ich mir eigentlich zu 100% sicher. De Bruyne wird safe eine Tots-Karte bekommen. Und ansonsten, jetzt wenn es um diese Saison geht, dann würde ich sogar zu Bernardo Silva tendieren. Dann würde ich den eigentlich auch mitnehmen. Der hat wirklich eine sehr, sehr nice Saison gespielt. Und jetzt brauchen wir noch so einen defensiven Mittelfeldspieler, wobei es eigentlich egal ist. Könnten auch ein ganz normalen zentralen Mittelfeldspieler da reintun. Ja, Ward ist auch so ein Kandidat, Ward-Prowse. Dann könnte man vielleicht aber auch Rodri mitnehmen. Ist halt schwierig, sich da zu entscheiden. Der hat sogar schon eine Future-Stars-Karte, wenn ich nicht ganz falsch liege. Also Rice soll wirklich im Hype sein. Also wenn ich mir hier so die Mittelfeldspieler anschaue, glaube ich sogar eher, dass Bruno Fernandes sogar schaffen könnte. Weil, ja, keine Ahnung. Das sind die ein oder anderen bekannten Spieler, natürlich sind dabei. Aber es ist halt ein FIFA-Tots.
Und da kommen halt meistens sogar eher beliebtere Spieler rein. Und Bruno Fernandes, denke ich, wird safe eine Tots-Karte bekommen. Da bin ich mir sogar sehr, sehr sicher, sogar zu 100% sicher, dass der eine Tots-Karte bekommt. Ja, der hat zwar... Er hat ein bisschen von der Leistung nachgelassen. Also leistungsmäßig nicht so stark wie in der letzten Saison. Aber ich glaube dennoch, dass irgendwie ausreicht für eine Tots-Karte. Also der hat gar nicht mal so bad gespielt. Und ja, ich denke schon, dass es so 1:1 das Mittelfeld so aussehen wird beim Premier League Tots. Also bei den Abwehrspielern vielleicht schafft es ja noch Dings, Alexander Arnold statt Walker. Aber ansonsten würde ich 1:1 so mit diesen Verteidigern eigentlich gehen. Und ja, dann sind wir schon bei den Stürmern. Das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Da muss ich ganz, ganz, ganz ehrlich sagen, da fällt mir die Entscheidung überhaupt gar nicht schwierig. Wir haben hier einmal Cristiano Ronaldo, Kane, Son, Sterling, Mané. Natürlich sehr, sehr viele bekannte Spieler dabei. Salah, Foden, Mahrez, Toney, keine Ahnung, wie der es ins Tots geschafft hat. Diogo Jota hatte auch eine sehr, sehr nice Saison hinter sich. Antonio, ja. Also klar, dass Antonio und Diogo Jota, glaube ich, eher auch nicht. Und Toney werden auch safe keine Tots-Karte bekommen. Oder wie man den sonst aussprechen mag. Und ja, also Kane habe ich jetzt gar nicht mal so verfolgt, wie der jetzt so diese Saison gespielt hat. Aber Kane bin ich mir eigentlich zu 100% sicher, wird keine Tots-Karte bekommen. Und ja, also ich hoffe, dass Kane auf jeden Fall keine Tots-Karte bekommt, weil ich habe seine POTM-Karte gespielt und die war schon übel schlecht. Natürlich, seine Tots-Karte hätte übelst viel Pace, aber ich kann mir vorstellen, dass bei dem Bodytype, was FIFA-spielerisch mäßig angeht, also wenn man den in FIFA zocken würde, in Kane, also ich bin mir sicher, der ist sehr unbeweglich und man würde vom Pace gar nichts merken. Und Real-Life-Leistung habe ich gar nicht verfolgt, deswegen kann ich den auch gar nicht so bewerten. Aber ich wünsche mir einfach nur, dass Kane auf jeden Fall nicht ins Tots reinkommt. Und da bin ich mir eigentlich auch zu 100% sicher, dass der Fall sein wird. Und ja, Mané ist auf jeden Fall so ein Kandidat, der es safe schaffen könnte. Salah vielleicht auch. Gar nicht mal so einfach wie gedacht. Also ich habe mir die ein oder anderen Videos auch bei den ein oder anderen Streamern angeschaut und da... Ja, die meisten haben Son sogar da für Son gewotet und ich bin mir nicht so sicher, ob es Son schaffen wird. Sterling wahrscheinlich auch eher nicht, aber ich sehe Mané und Salah da ganz weit vorne. Deswegen würde ich sogar, ich würde Salah eigentlich safe mitnehmen hier, Rechtsflügelspieler. Und Cristiano Ronaldo, da brauchen wir nicht drüber zu reden, der wird jedes Jahr safe eine Tots-Karte bekommen, alleine weil er beliebt ist. Alleine, weil er beliebt ist im FIFA und jeder möchte eine krasse Tots-Karte von Cristiano zocken. Seine Tots-Karte im letzten Jahr war besser als die Team of the Year-Karte und dieses Jahr, keine Ahnung, wie die Stats sein werden, aber wahrscheinlich besser als die Team of the Year-Karte. Und ja, wenn der es nicht ins Tots schafft, dann weiß ich auch nicht. Und ansonsten würde ich, wie gesagt, Mané eigentlich mitbringen. Und dann, ja, dann hätten wir eigentlich schon das Tots-Team und ich finde dieses Team gar nicht mal so bad. Natürlich sehr, sehr viele Portugiesen, wenn wir uns hier einmal das Tots-Team anschauen. Aber ich denke schon, Bernardo Silva hat es hundertprozentig auch verdient. Und auch die Verteidiger, Rubén Dias, João Cancelo. Natürlich, über die Verteidiger lässt sich auf jeden Fall... Also, wenn wir uns die Verteidiger anschauen, man kann auch ein bisschen anders gehen, ehrlich gesagt, bei den Defendern. Man könnte zum Beispiel... Das ist natürlich immer... meinungsabhängig. Könnte natürlich auch mit Alexander Trent-Arnold gehen statt Walker. Ja, aber ich denke schon, dass im Endeffekt ein Walker es eigentlich eher schaffen wird. Oder halt Robertson. Na, Robertson war auch nicht schlecht. Aber ist halt schwierig. Ist halt schwierig, da sich 100% sicher zu sein. Aber ich würde sogar Walker rausmachen und vielleicht Alexander Trent-Arnold stattdessen reintun. Mein Bauchgefühl sagt mir vielleicht sogar, dass Alexander Trent-Arnold eher irgendwie die Möglichkeit hätte. Also Trent Arnold hat Special-Karten, aber gar nicht mal so nice Karten. Walker hat eine krasse, nice, einigermaßen krasse Karte. Der hat eine Team of the Year Nominees-Karte, aber die ist auch gar nicht mal so bad. Keine Ahnung, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Trent Arnold es schafft. Ich bin mir sicher, dass gerade bei diesem Premier League Tots Voting, bei den Verteidigern,
ist es nicht so einfach, sich da zu entscheiden. Also ich denke, Trent Arnold wird sich da knapp durchsetzen. Walker hat es vielleicht knapp nicht geschafft, im Endeffekt. Das kann man nie genauso wissen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Trent Arnold da eher ins Tots schafft. Also ihr könnt auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wie ihr es so seht, welche Verteidiger ihr da eher reintun würdet. Aber ich denke, mit der Verteidigung kann man eigentlich gehen. Natürlich lässt sich da streiten. Man könnte auch sagen, Robertson hat vielleicht mehr verdient. Aber ich denke, Robertson wird es im Endeffekt nicht schaffen. Wir haben hier zwei Man City Spieler, zwei Liverpool Spieler. Sieht eigentlich sehr ausgeglichen aus bei den Verteidigern. Völlig klar, Mittelfeldspieler würde ich eigentlich 1-1 so lassen. Ansonsten, ja, sehe ich eigentlich keinen anderen hier weiter vorne. Bruno Fernandes, für mich ein Weltklasse-Spieler. Auch wenn er ein bisschen schlechter ist und wenn es sogar eine seiner schlechteren Saisons ist im Vergleich zu den letzten Saisons, sehe ich da einen Bruno Fernandes weiter vorne. Bernardo Silva war auch gar nicht so bad. Also wirklich ein sehr, sehr guter Spieler. De Bruyne bekommt immer eine Tots-Karte, da bin ich mir zu 100% sicher. Ja, Cristiano Ronaldo, wie bereits gesagt, lässt sich nicht streiten. Mané war eine sehr, sehr, sehr krasse Saison, die er abgeliefert hat. Ich gehe nicht mit Mané, ich gehe mit Son, weil ich glaube sogar eher, dass Son schafft. Ich kann mich schon vorstellen, alleine weil er 5 Stars Weakfoot hat, dass da der ein oder andere mehr für Son votet als jetzt für Mané. Aber rein leistungsmäßig sehe ich natürlich Mané weiter vorne. Aber ja, also ich gehe hier nach dem Vote, wie ich so denke, dass die meisten Leute abstimmen werden. Und da sehe ich einen Son sogar weiter vorne. Und ja, natürlich hätte ich eher einen Son lieber als Mané, wobei Mané auch gut ist. Ach, das ist auf jeden Fall Geschmackssache. Ich sehe beide irgendwie auf dem gleichen Level. Also leistungsmäßig natürlich Mané, aber wenn es um, ja, Tots Voting geht und FIFA-Leistung, da ist Son natürlich weiter vorne. Und deswegen denke ich, dass sogar ein Son es schafft. Aber das ist mir eigentlich egal. Ich gehe jetzt einfach mit Mané mit. Weil Son hat jetzt diese Saison gar nicht mal so abgeliefert und Mané halt wirklich mit weites Breite Abstand besser gewesen. Bin mir sicher, dass ein Son es schaffen wird, aber ja, warum nicht Mané? Also Mané würde ich persönlich mehr feiern. Natürlich gibt es mehr Leute, die sagen, Son, warum nicht? Aber die sehen es halt eher so in die Schiene, dass er im FIFA natürlich besser spielbar sein wird. Und ja, ich sehe da Mané. Ich würde sagen, wenn man schon abstimmt für Tots, dann sollte es natürlich auch der Leistung entsprechend sein. Und ja, da hat eher Mané mehr gemacht. Ansonsten könnte man natürlich auch im Foden weiter vorne sehen. Aber ist halt schwierig, wenn dann Cristiano Ronaldo, Salah, Mané zur Auswahl stehen, dann kann sich ein Foden auf jeden Fall da nicht so durchsetzen. Und ja, ein Salah auf jeden Fall safe verdient. Salah zu 100%, da bin ich mir sicher, der wird eine Tots-Karte bekommen. Und ja, Mané ist halt Geschmackssache. Mané wird es am Ende vielleicht sogar schaffen, aber da bin ich mir nicht so sicher. Also ich denke wahrscheinlich eher, dass da mehr Leute für einen Son sind. Aber das sehen wir dann. Wir sehen es dann, für wen die meisten Leute da abstimmen. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall das Tots-Team. Und dann gebe ich es mal ab hier. Und ja, da sehen wir das ganze Team. Sieht sehr, sehr nice aus. Dann würde ich sagen, das war es soweit hier mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch gerne ein Like, ein Abo da für mehr FIFA-Content. Und dann bin ich mal raus und ciao.